Ja, liebe Bastelfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Bartholz Modellbau. Ich grüße euch recht herzlich zur nächsten Videofolge hier bei uns auf diesem Kanal. Und ja, zu einem Projekt, wo ich schon länger kein Video von gemacht habe, muss ich ehrlich gesagt zugeben, es geht um unseren Routemaster, der hier, der London Bus von Hachette Collections Deutschland. Da habe ich länger kein Video von gemacht. Meistens habe ich den in Form von Livestreams irgendwie weitergebaut. Liegt einfach daran, dass mir nicht unbedingt die Motivation jetzt fehlte, sondern aber eher die Motivation für Videos fehlte, das muss man so sagen. Nicht grundsätzlich weg die Motivation, aber halt davon Videos zu machen, weil ihr seht da hinten schon, das ist Mördertrümmer, mörderschwer und teilweise ein bisschen sehr kompliziert zu bauen und auch nicht ganz so hundertprozentig passend. Dann hat man immer keinen Bock mehr drauf, so richtig, das weiterzubauen und deswegen gerne mal so in Form von Livestreams abgearbeitet. Da gab es teilweise aber auch wichtigere Projekte, die halt ein bisschen weiter im Vordergrund standen. Deswegen in Form von Livestreams, aber jetzt mal wieder eine Videofolge. Vier Ausgaben am Stück wollen wir verbauen. Ausgabe 86 bis 89. Richtig? Nee, gar nicht wahr. 55 bis 88, oder? Ja, 85 bis 88, so ist richtig. Mann. Cut, kann man schon was sagen. Nein, lasse ich drin. 55 bis 88 sollen es sein. Ich zeige aber nur zwei davon, weil die anderen beiden exakt das gleiche sind. Wir wollen nämlich das Oberdeck, was wir hier haben, mit den äußeren Rahmen ausstatten. Das ist nochmal ein bisschen massives Metall, was wir haben. Hier haben wir schon die entsprechenden Rahmenteile. Da liegen auch Fenster mit drin, die wir mit einbauen wollen. Da haben wir zwei Rahmenteile und hier haben wir nochmal ein Rahmenteil. Die werden mit Fenstern ausgestattet und dann miteinander verbunden. Das ist der Schritt für diese beiden Ausgaben. Dasselbe passiert dann nochmal in den Ausgaben 87, 88. Die mache ich dann aber für mich und zeige euch dann nur das Ergebnis. Ja, da wollen wir ran. Deswegen den Routemaster an sich brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich habe zwar gesehen, wir sollen ein paar Stangen da anbringen, aber die halten noch gar nicht. Deswegen machen wir die erst später ran und bauen diesen Rahmen, die Seerahmen, beide auf der beiden Seiten entsprechend zusammen. Also legen wir los. Ausgabe 85 bis 88 vom Routemaster, der London Bus RM857. Legen wir los. Viel Spaß. Legen wir los mit Ausgabe 85. Das sind alle Teile, die wir in der 85 bekommen. Zwei große Rahmenteile, zwei kleinere Rahmenteile aus Plastik, die beiden aus Metall und diverse Fenster. Die wollen wir jetzt alle zusammenbringen. Ach, hier so zwei Haltestangen noch. Die legen wir auch mal eben zur Seite. Die brauchen wir. Als erstes brauchen wir dieses große Rahmenstück. Deswegen drehen wir das einmal um, weil wir ins Innere ja, bauen quasi und nehmen uns das erste Fenster, was hier oben in diesem Bereich reinkommt. Das ist jenes hier. Das wird hier angesetzt, das hat vier Löcher. Wird hier so eingesetzt an den verschiedensten Punkten. Genau so ist es. Perfekt. Und wird mit vier EM-Schrauben, wo sind sie? Da. Zwei, drei, vier. Auch schon direkt verschraubt, liebe Freunde. Natürlich hier vorsichtig sein. Wir schrauben durch Klarsichtplastik. Da sollte man vorsichtig sein, nicht zu viel Druck auszuüben, weil sonst springt das ganz leicht. Und das sieht man. Das wäre sehr schade. Mach es mal hier gegenüber. Das ist zwar Metall hier, durch was wir schrauben, aber das geht doch ganz gut. Wahrscheinlich, weil die Schrauben auch relativ zart sind, also nicht solche riesen dicken Teile. Dann geht das noch und ich höre auch auf, sobald hier ein bisschen Widerstand ist, dann höre ich auch auf mit dem Schrauben. So, damit haben wir das erste Fenster. Da. Spieglein an der Wand, wollte ich sagen. Nein, schon mit drin. Wunderbar. Dann geht es weiter mit diesen beiden Rahmen. Das sind zwei Plastikrahmen und die schmalen Fenster. Da sollen wir so ein Grad von der Produktion abschneiden, habe ich aber schon getan. Hier sollten auch welche dran sein, aber
Die sind schon abgegangen. Umso besser. Ist das durchsichtig? So ein bisschen, ne? Ein bisschen durchsichtig tatsächlich. Alles klar. Und sollen dann an diesen Rahmen, an der glatten Seite hier, ein Fenster ansetzen. Beachten Sie, dass sich die Metallkante Fenster oben befinden muss. Okay, also hier ist die Frage, wie? Wahrscheinlich muss es hier so in die Schiene greifen. So, ich würde jetzt mal tippen, dass das so einfach hier in die Schiene reingreift. Ja, sieht auch so aus, alles klar. Und wird dann am Rahmen befestigt, den wir gerade hatten. Dann kommt er wieder hier zum Vorschein. Jetzt von außen hier drauf, hier reingelegt quasi. Das ist witzig, wenn das wieder rausfällt. So, soll er schon drin sitzen. Ja, und soll mit zwei DP-Schrauben oben befestigt werden. Dann machen wir das. Hier gehe ich davon aus. So, damit ist das dran und dann soll von der anderen Seite jetzt noch wieder ein Fenster kommen, das ist aber egal welches, die sind gleich. Und die sollen hier drauf gelegt werden, über die Löcher. Ja, so. Und wird mit 4 OP-Schrauben verbunden. Alles klar. Dann operieren wir hier mal ein bisschen. Einmal. Nehmen wir Kreuz hier. So. Nummer 2. Interessante Konstruktion. Ja, theoretisch müssten wir auch dann den Rahmen komplett festhalten jetzt, den wir von der anderen Seite reingelegt haben. So. Ja, haben wir dran. Der sitzt auf jeden Fall, wunderbar. Okay. Und dann kommt der zweite Fensterrahmen hinzu. Das ist jener. Drehen wir auch rum. Hier haben wir auch eine Vertiefung quasi. Da kommt die zweite Konstruktion mit rein, wie gerade eben auch. Drehen wir hier auch einmal um, dass das Fenster hier reingreift. Dann kommt das Ganze auch hier rein. Machen wir das halt so. So ist einfacher. Und wird dann auch oben wieder mit zwei DP-Schrauben verbunden. In den oberen Löchern. Jetzt wissen wir, wie es funktioniert. So. Und untenrum mit der kleineren Scheibe. Wobei, so passt das nicht. Wahrscheinlich muss es dann so rum, dass die so ein bisschen ineinander greifen. Genau, so, damit es hier auch bündig abschließt unten, sonst wird es nicht passen. Also man muss aufpassen, dass die Scheibe richtig sitzt. Mit 4 OP-Schrauben. Alles klar. Machen wir. Und damit sind die größten Teile eigentlich schon verbaut, so wie es gerade aussieht. Viel mehr haben wir gar nicht. Der will nicht weiter, alles klar. So,
Und die vierte. So. Sitzt auch hier drin. Wunderbar. Haben wir. Und dann sollen beide miteinander verbunden werden, beide Rahmenteile, die wir hier haben. Und zwar kommt das Ganze hier so zusammen, so wie das aussieht. Genau. Legen wir hier übereinander. Und wird mit zwei FM-Schrauben, die sind ein bisschen dicker, aneinander geschraubt. Dann nehme ich auf jeden Fall ein Tröpfchen Öl damit zu. Die kommt ein bisschen weiter raus. Dann ist das Ganze drauf. Jetzt einmal. Und die zweite FM-Schraube. Gut. Haben wir auch dran. Und damit ist alles soweit befestigt vom Rahmen. Jetzt müssten wir noch an den Stangen, die wir hier haben, diese hier, da können wir noch zwei Fensterheber ansetzen und dann sollen die provisorisch an dem Oberdeck angesetzt werden. Da die aber eh rausfallen, wir sollen die festkleben, aber wir nehmen die dann, wenn es nötig ist. Hier haben wir jeweils ein Loch. So rum. Und da soll jeweils ein Fensterheber ran. Das sind diese hier. Die sollen jeweils nur reingestopft werden. Soll nach unten zeigen. Ja. Fest ist anders. Aber okay. So, haben wir auch drin. Alles klar. Und dann sind wir fertig für Ausgabe Nummer, haben wir jetzt gehabt, 85. Dann hole ich mal eben die Teile der 86 her. So, und weiter geht's mit der Ausgabe 86. Da bekommen wir noch einen Rahmen mit diversen Fenstern. Das wollen wir wahrscheinlich alles hier gleich einbauen. Zuerst brauchen wir wieder das Fensterstück hier, wo auch hier wieder, wie gerade eben, dieses obere Fenster eingesetzt wird. Ne, andersrum. In die Führung gesetzt wird. Das haben wir schon erledigt und wird dann bereits in den Rahmen mit eingebaut. Auch hier haben wir diese Vertiefung. Das heißt, das Fenster kommt auch in diese Position mit hin. Ja, wie wir gerade gelernt haben, machen wir das andersrum. Dann passt es definitiv. Zack. Wunderbar. Und wird wieder verschraubt wahrscheinlich. Oben mit zwei DEP-Schrauben. Genau. Wie gerade eben auch. Nichts Spektakuläres. Oder trotzdem ein bisschen näher rankommen und nah am Geschehen sein. Machen wir das einmal hier fest. Da fest. Und dann kommt wieder das Fenster dazu, was in der Form nicht passt. Deswegen einmal andersrum. Genau, so passt das und wird mit vier OP-Schrauben wieder verbunden. Wie gerade eben auch, nichts Spektakuläres. Und nichts, was man nicht schon gesehen hat. Und erst recht nichts, wovor man sich fürchten musste. Da gab es schon schlimmere Bauphasen beim Rootmaster, das auf jeden Fall. Da hatten es einige andere Bauphasen schon mehr in sich. Gerade weil der Rootmaster wirklich ein Riesentrümmer ist, riesenschwer. Die Kiste. Es wird ja auch nicht besser. Es wird ja eher schlimmer mit dem Gewicht. Allein das Ding ist ja alles Metall, der ganze Rahmen. Und das jetzt mal drei. Und dann auf beiden Seiten. Und das ist ja nur fürs Oberdeck. Und die komplette Außenverkleidung ist es ja trotzdem noch nicht. Also da kommt einiges hinzu. So, dann kommt ein nächstes Fenster, das ist hier an der Seite abgeschrägt, damit es hier hin passt. Das legen wir auch mit drauf. So, genau, passt. Und wird mit EM-Schrauben verbunden. Hat gerade eben gut funktioniert. Mal gucken, wie es jetzt klappt. Ohne Öl. Ja, das klappt gut. Sehr gut, um genau zu sein. Dann mal hier eins gegenüber. Zack, passt. Wunderbar.
Nummer 3. Geht der ratzfatz hier. Nummer 4. Dann soll das Ganze schon angebaut werden. Alles klar. Dann soll jetzt schon der Rahmen an den bisherigen Rahmen von gerade eben, den hier, jetzt an die Seite mit rangeschraubt werden. Dann müsst ihr ein bisschen näher raus, damit ihr ein bisschen was sehen könnt. So, das wird hier mit angesetzt. Wird auch mit zwei dickeren FM-Schrauben verbunden. Machen wir. Einmal hier. So, haben wir auch dran. Hört sich brutaler an, als es ist, aber ne, das Ganze sitzt soweit in Position, der ganze Rahmen. Ja, ist gebogen, soll aber auch so sein. So, und dann soll noch das große Fenster eingebaut werden, und zwar auf die Rückseite vom Rahmen. Und zwar, wo soll es hin? Hier in das freie Fenster. Das ist einfach dann zu. Okay. Dann machen wir das, setzen wir hier rein. So. Und wird auch nochmal mit 4 EM-Schrauben verbunden. Ist auch gut, dass die Gussnähte von dem Plastik alle schön in dem am Rand sind und in dem Bereich sind, wo man es dann eh nicht mehr sieht. Das ist gut gedacht, finde ich. Muss man ja auch mal lobend erwähnen. So, Nummer 3 und Nummer 4. Da müssten wir im oberen Bereich, genau, im oberen Bereich haben wir sämtliche Fenster dann auch schon mit dran. So, das kann man hier sehen. Ne? Hier im oberen Bereich sind sämtliche Fenster mit drin. Da kann man sehen, Spiegel, 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 Spiegel. Alle drin. Wunderbar. Und haben wir soweit durch diesen riesigen Rahmen. Alles klar. Und ja, die dritte Stange, die wir hier noch haben, auch da kommt noch mal eine Kurbel für ein Fenster mit rein. So, haben wir dran. Nichts Spektakuläres wie gerade eben auch. Und wie gesagt, da das nicht hält, nur rangelegt werden kann, bauen wir das dann erst später ein. Ja, und das war alles für die Ausgabe 86. Jetzt kommen die Ausgaben 87, 88, wo exakt das Gleiche, was hier jetzt gebaut wurde, nochmal auf der anderen Seite passiert. Also nicht wirklich was Spektakuläres. Deswegen würde ich sagen, mache ich einfach einen Cut hier an dieser Stelle, baue den Rest für mich jetzt fertig, weil es, wie gesagt, exakt das Gleiche ist. Und dann melde ich mich schon zur Endaufnahme, wo ich euch dann beide Rahmenteile zeigen kann, inklusive der Vorschau, was dann passiert beim nächsten Mal. Ja, ihr Lieben, die Ausgaben 85 bis 88 sind soweit fertig und wie ich euch ja gerade im Video schon gezeigt habe, ist das einmal der Rahmen, der linke Rahmen war das, für das Oberdeck von unserem Rootmaster. Mit den oben seht ihr schon die jeweiligen Fenster, die eingebaut worden sind. Und ja, das gleiche habe ich jetzt nochmal für die rechte Seite gebaut. Da seht ihr es, zwei Riesenteile, die wir hier nun verbaut haben und ja, die auf den Weiterbau oder Einbau später dann nun warten, aber das passiert dann so in den nächsten Malen, sag ich mal. Wir gucken mal rein, was beim nächsten Mal so passiert. Das sind dann die Ausgaben 89 bis 92 schon. Da gibt es auch einen großen Rahmen, und zwar vom Oberdeck, das Dach quasi, bekommen wir. Genau, Rahmen des Dachs vom Oberdeck wird aber noch nicht gebraucht. Stattdessen werden wir einen wichtigen Schritt machen. Wir werden nämlich das Unterdeck oder das Dach vom Unterdeck mit drauf schrauben. Das ist ja bis jetzt noch nicht fest. Das wird mit eingebaut, Kabel werden angeschlossen und dann kommen die beiden Rahmenteile ebenfalls mit dran. Genau, die kommen an beiden Seiten mit dran. Und es geht dann am Oberdeck weiter, am Dach, da werden noch die LED-Platinen mit angesetzt. Also das passiert alles in der einen Ausgabe, kann das sein? Wow, da wird wirklich dann viel passieren. Dafür wird dann die andere Ausgabe ein bisschen ruhiger sein, da werden wir dann den Dachrahmen am Oberdeck vervollständigen und mit anbauen. Der vordere Rahmen, wo die Anzeigetafel ist,
der wird mit angebaut und so weiter und so fort. Das kommt alles zusammen und dann wird es langsam auch Zeit, dass weitere Kabel angeschlossen werden und auch das Oberdeck das erste Mal, wenn auch noch nicht fest, aber schon mal das erste Mal dann mit befestigt wird. Dazu kommt noch weitere Außenwände. Achso, und dann geht es mit den Außenwänden vom Unterdeck auch schon los. Genau, da werden wir dann auch schon die ersten Außenwände bekommen. Ergebnis könnte dann demnächst so aussehen. Das aber dann beim nächsten Mal. Achso, da kommen noch weitere Außenwände des Unterdecks mit dazu, Stück für Stück. Ja, das heißt, langsam bekommt der Rootmaster dann seinen Metallrahmen spendiert. Erstmal so, noch ein bisschen durchsichtig, aber da wird dann noch mehr drankommen demnächst. Gut, das war alles für heute. Danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, wie gewohnt, ich sage es jedes Mal gerne, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Den Kanal dürft ihr sehr gerne abonnieren. Dann bekommt ihr direkt Nachricht, wenn neue Videos hier online gehen auf diesem Kanal. Egal von wem, egal welches Projekt, da werdet ihr dann direkt informiert. Bis zum nächsten Video von einem unserer Projekte. Egal was kommt, wünsche ich euch noch ein paar schöne Tage. Lasst es euch gut gehen. Viel Spaß beim Nachbauen des Rootmasters oder beim Weiterbauen von euren Projekten. Und ja, wie gewohnt, bis zum nächsten Mal.